Nach der Stellungnahme wegen Umgangsrecht meinerseits vom 12.8. bekomme ich kurz darauf Post vom Familiengericht München. Wegen Umgangsrecht. Er geht durch das Amtsgericht München durch die Richterin am 16.8. folgender Beschluss. Für das Kind Lea Fischer wird Frau Rechtsanwältin E zum Verfahrensbeistand bestellt. Der Verfahrensbeistand übt die Verfahrensbeistandschaft berufsmäßig aus. Der Wirkungskreis umfasst die Wahrnehmung der Kindesinteressen im Verfahren § 158 Absatz 4 FamFG. Dem Verfahrensbeistand wird die weitere Aufgabe übertragen, Gespräche mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen, sowie in einer einvernehmlichen Regelung über den Verfahrensgegenstand mitzuwirken. § 158 Absatz 4 Seite 3 FamFG. Gründe: Der Verfahrensbeistand beruht auf § 158 Absatz 1 FamFG. Die Übertragung der weiteren Aufgabe beruht auf § 158 Absatz 4 S3 FamFG. Rechtsbelehrung: Der Beschluss ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar gezeichnet. B. Richterin am Familiengericht, Amtsgericht München. Gleichzeitig habe ich eine Verfügung dabei des Amtsgerichtes München, eine Ladung zur Verhandlung. Folgende Verfahrensbeteiligte sind gebeten, am Dienstag, den 28.08. zu erscheinen. Antragstellerin Annette Fischer, Antragsgegnerin Stadtjugendamt München, Jugendamt Stadtjugendamt München, Verfahrensbeistand G. Anordnung des persönlichen Erscheinens. Folgender Verfahrensbeteiligter wird zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet. Antragstellerin. Anordnungen und Hinweise an die Beteiligten. Antragsgegnerin Stadtjugendamt München. Es wird um Stellungnahme gemäß § 50 SGB 8 zur beantragten oder vorgeschlagenen Regelung spätestens zum Termin gebeten. P2 Jugendamt Stadtjugendamt München. Es wird um Stellungnahme gemäß § 50 SGB 8 zur beantragten oder vorgeschlagenen Regelung spätestens zum Termin gegeben, gebeten, weil des Weiteren das Gleiche für die Verfahrensbeiständin Frau E. gezeichnet. Richterin B. am Amts. Gericht. Verfügung in der Familiensache wegen Umgangsrecht. Ein gleichzeitiges Schreiben in der Post am selben Tag vom 17.08.2018, sehr geehrte Frau Fischer. Im oben bezeichneten Verfahren wurde Termin zur vermündlichen Verhandlung für elterliche Sorge bestimmt auf den Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung gemäß § 54 Absatz 2 FamFG bestimmt auf Dienstag, den 28.08. Zu diesem Termin werden Sie hiermit eingeladen. Eingeladen, Quatsch. Geladen. Ich würde schon sagen, werden Sie herzlich eingeladen. Nee, werden Sie hiermit geladen. Ihr persönliches Erscheinen zum Termin ist angeordnet. Mit freundlichen Grüßen, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle. Also beide Termine wurden dann wegen elterlicher Sorge und Umgangsrecht gleich auf den 28.08.2018 bestimmt.